Hallo und willkommen zur deutschen Konversation in dieser Woche. Diese Woche war das Thema Kindheit und ich wusste lange nicht, was für ein Video ich machen soll. Ich habe jetzt aber ein paar Kinderreime und Spiele herausgesucht, die ich eigentlich doch, die ich alle auch aus meiner Kindheit kenne. Und dann, ich habe die jetzt in dieser Form angeordnet, wie Sie oder wie ihr das sehen könnt. Denn dann werde ich nicht nur über diese Kinderreime sprechen, sondern auch noch zeigen, wie man dann aus diesem ausgedruckten Blatt so eine Art Heft falten kann. Das habe ich nämlich auch immer als Kind super gerne gemacht. Dann hat man so ein kleines Heft mit diesen Sprüchen. Ich hoffe, das ist nicht ganz so langweilig oder unnütz für euch und vielleicht, oder ihr findet zumindest die Sprüche interessant, oder ihr könnt dann auch ausprobieren, dieses Heft zu falten. Ich werde nämlich die Datei auch mit in meiner E-Mail natürlich schicken. Genau. Und natürlich kann man auch etwas anderes in diese Kästen, sage ich mal, hier schreiben und dann kann man ein Heft aus allem Möglichen basteln. Oder zu allen möglichen Themen. So. Na gut, kommen wir aber zu den Reimen. Zuallererst fangen wir hier oben an. Und da fängt es vielleicht schon ganz lustig an. Schoko, Schokolala. Da handelt es sich einfach um ein Klatschspiel. Und ich habe darunter die Erklärung geschrieben. Und zwar ist es so, dass man bei jeder Silbe eben mit einer anderen Person die Hände zusammenklatscht. Und dann bei Schoko klatscht man so zusammen. Schoko, Schoko. Und dann dreht man die Hände um, la la, also la ist immer die Oberseite der Hände, sag ich mal. Und dann bei D, dann wieder Schoko, Schoko, D, D. Dann klatscht man also so die Fäuste zusammen. Und dann eben Schokola, Schoko, D, Schokola, D. Dann hat man alles in der richtigen Reihenfolge und es ergibt sich das Wort Schokolade. Das war ein Klatschspiel, was ich bis heute noch mit kleineren, jüngeren Verwandten und so weiter mache. Natürlich gibt es noch ganz viele andere Klatschspiele, aber das ist eins, was ich eigentlich mit am liebsten mag und was auch nicht so lang ist, weil es gibt auch viele mit ganz, ganz viel Text. Genau. Ja, dann das nächste ist Backe, Backe, Kuchen, ein Ringelreihen. Und ich muss ehrlich sagen, ich kenne diesen Text, aber ich wusste nicht, was ein Ringelreihen ist. Und ich habe es nachgeguckt. Es ist, wenn Kinder so sich unter die Arme fassen und im Kreis tanzen. Und dabei sagen sie eben diesen Text auf, beziehungsweise singen sie diesen Text. Ich kann einmal die Melodie vormachen, bitte. Ich kann gar nicht singen. Also ich höre auch nicht, welche Töne ich treffe. Nur als Warnung, sage ich. Aber die Melodie wäre dann nämlich so: Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wer will guten Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen: Eier und Schmalz, Zucker und Salz, Milch und Mehl, Safran macht den Kuchen gel. Ehrlich gesagt, das ist der einzige Text, wo ich jemals das Wort gel, also in diesem Sinne, verwendet sehe. Aber ja, genau, so heißt es. Und das ist auch schon ein älterer Text, also auch meine Großeltern kennen das schon. Genau. Dann als nächstes haben wir hier einen Auszählreim. Eben wenn man ja bei Spielen oder so, ich weiß nicht, ob Sie das auch aus ihr das auch aus eurer Kindheit kennt oder vielleicht von euren Kindern oder Enkelkindern, dass man dann eben auszählt, wer bei dem Spiel der Fänger ist oder was auch immer. Und da kenne ich das dann eben mit Ene, Mene, Mu. Und raus bist du noch lange nicht, sag mir erst, wie alt du bist. Und dann wird auf das Kind, das gezeigt wird, das sagt seinen Namen, sein Alter, Entschuldigung. Und dann wird eben so lange gezählt, bis das Alter erreicht ist. Und der auf den dann gezeigt wird, der scheidet aus. Genau, das ist dieser Auszählreim. Auch mein Opa kennt noch ganz viele Auszählreime, die ich als Kind immer super cool fand, mir aber nicht merken konnte. Und deswegen haben wir oder meine Freunde haben dann meistens diesen Auszählreim benutzt. Genau. Ja, dann diese zwei Kästen gehören zusammen. Und zwar handelt es hier um ein Gedicht
von einem unbekannten Verfasser. Und da das Gedicht so alt ist, gibt es auch viele verschiedene Formen, manchmal noch extra Strophen, andere Wörter, die ausgetauscht wurden oder noch dazu gedichtet wurden. Das ist jetzt die Variante, die ich eigentlich so kenne, würde ich sagen. Genau. Und das ist eben ein Gedicht voller, ja, das Fachwort würde sein Oxymoron, ne? Also der Plural, also voller Gegensätze, denn dunkel war es, der Mond schien helle, da ist ja schon ein Gegensatz, hell und dunkel und so weiter. Ihr versteht das schon, denke ich. Genau. Und das ist aber auch ein ganz klassisches Gedicht, was irgendwie, ich würde sagen, nicht wirklich als Gedicht ernst genommen wird, weil es halt so Quatsch ist, aber was ich als Kind geliebt habe, weil es eben so ein Quatsch war. Genau. Und dann haben wir hier Hoppe Hoppe Reiter. Das ist ein sogenannter Kniereiter, denn während man diesen Text aufsagt, balanciert man ein Kind auf den Knien praktisch, also mit, dass man sich praktisch gegenüber sitzt mit diesem Kind, aber das sitzt halt auf den eigenen Knien und dann kann man mit den Füßen so hoch und oder mit den Beinen so hoch und runter wackeln, wie eben beim Reiten. Und dazu den Text auch sagen. Und dann am Ende, hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schreit er, fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben, fällt er in den Sumpf, macht der Reiter plumps. Und dann muss man eben das Kind gut festhalten, denn man bewegt die Knie so auseinander und lässt das Kind praktisch fallen. Aber man hat es natürlich, hält es an den Armen fest. Und das hat mein Vater mit meinem Bruder und mir früher so oft gemacht und ich habe es geliebt. Also es war immer sehr lustig. Ich möchte dazu sagen, mein Vater und mein Bruder haben auch schon geschafft, es einen Gartenstuhl zum Einsturz zu bringen. Also bitte vorsichtig sein. Aber genau, das ist auch ein klassischer Spruch, würde ich sagen. Und dann verdeckt mein Bild jetzt hier das andere, ich bewege das einmal ein bisschen. Das ist nämlich eine Scherzfrage und die hat meine Oma geliebt oder liebt meine Oma mir zu stellen. Und zwar, was ist das? Hängt an der Wand und macht Tick-Tack. Und wenn es runterfällt, ist die Uhr kaputt. Also, ich habe die Antwort auch drunter geschrieben, aber ich denke, wenn man es nochmal durchliest, dann kommt man auch selber drauf. Da gibt es auch noch ganz viele weitere solcher Scherzfragen. Spontan würde mir jetzt noch einfallen, hängt an der Wand und gibt jedem die Hand. Was ist das? Ich werde jetzt mal nicht die Auflösung sagen, vielleicht kann ich die auch in die E-Mail schreiben. Sie können ja mal überlegen. Und genau, das sind eben diese Scherzfragen und Kinderreime und Kinderspiele, die ich jetzt mal zusammengestellt habe. Ich hoffe, dass das interessant ist für Sie. Ich finde, also ich würde mich auf jeden Fall interessieren, was es da im Tschechischen so gibt. Ich kenne schon ein paar tschechische Zungenbrecher, mit denen ihr mich teilweise auch schon geärgert habt. Nein, das stimmt natürlich nicht, aber die, ja, nicht umsonst Zungenbrecher heißen, würde ich sagen. Aber ich denke, solche Spiele und Reime sind vielleicht auch einmal interessant. Ja, und jetzt wollte ich, wie angekündigt, aus diesem Blatt, das ich ja nicht umsonst so angeordnet habe, ein Heft zeichnen. Ich habe das jetzt hier schon mal ausgedruckt. Wichtig ist, ich hoffe, man kann es jetzt sehen, ja, dies ist auf der richtigen Seite und hier oben die Kästchen sind alle umgedreht. Das heißt, sie sind in der, also genau, man kann es nicht lesen, sie stehen auf dem Kopf. So, das meine ich. Das ist wichtig, um jetzt dieses Buch zu basteln. Dazu falte ich zuerst das Blatt so längs auf die Hälfte. Und natürlich versuche ich dabei so genau wie möglich zu arbeiten, denn umso schöner wird nachher das Buch. Nachdem ich das jetzt so auf die Hälfte längs gefaltet habe, klappe ich es wieder auf und falte es jetzt auch so auf die Hälfte und auch hier natürlich so ordentlich wie möglich. Und auch das
Ja, oder das muss ich gar nicht aufklappen. Und jetzt habe ich es so auf die Hälfte gefaltet und falte es nochmal auf die Hälfte, dass es nochmal schmaler wird. Alternativ, wenn Sie es nicht so falten wollen, das ist vielleicht sogar besser, können Sie es auch wieder ganz aufklappen und dann hier die eine Hälfte bis zur Mitte, dann ist ja jetzt eine Markierungslinie, bis zur Mitte falten und die andere Hälfte auch bis zur Mitte falten. So, dann alles wieder aufklappen, beziehungsweise dann wieder so auf die Hälfte klappen. Und jetzt brauchen Sie eine Schere, diese Linie, und zwar auf der geschlossenen Seite. Also hier die geöffnete Seite ist oben, die geschlossene Seite ist hier unten. Und hier in der Mitte, diese Linie schneiden wir ein bis zu dieser Mitte. Also hier die Hälfte schneiden wir ein. So, dann klappen wir alles auf. Wir klappen es wieder hier zur Hälfte um. Sie müssten jetzt hier in der Mitte so eine Art Loch haben. Wir klappen es wieder so um. Und jetzt können wir es das hier in der Mitte nehmen, das Loch praktisch so ausklappen, dass wir jetzt so vier Zacken haben. Und jetzt müssen Sie gucken, wo ist meine erste Seite vom Buch? Die ist jetzt bei mir hier. Und dann klappe ich das Ganze so um. Das heißt, hier ist ist so ein Viereck, aber hier ist meine erste Seite vom Buch. Und die möchte ich natürlich auch oben haben. Das heißt, ich klappe es so um. Und ich merke gerade schon, ich habe nicht schön ordentlich gefaltet, denn das ist ein bisschen schwieriger. Aber es klappt. Hier guckt jetzt auch leider so eine Ecke raus. Sieht man allerdings auf der Kamera gar nicht. Das liegt daran, dass ich nicht so schön gefaltet habe. Aber jetzt kann man eben so durch dieses Buch durchblättern und sieht hier die ganzen Reime. Genau. Ja. Und auf der Rückseite auch ein weiterer Reim. Genau. Also, wenn Sie dieses Buch basteln möchten, werde ich Ihnen das auch mit der E-Mail noch mitschicken. Wie gesagt, man kann natürlich auch ganz andere Sachen als Reime dort hereintun und vielleicht ist es auch für Sie nicht so interessant, aber wenn Ihre Enkel oder Ihre Kinder auch, ja, Ihre Enkel Deutsch lernen, dann ist es vielleicht interessant. Oder wie gesagt, man schreibt etwas anderes hinein. Ich dachte, es wäre einfach vielleicht noch interessant, als einfach nur die Reime und Spiele vorzulesen. Ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche in einem anderen Video. Und bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende oder euch, ich schaffe es immer noch nicht, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss.